So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme-Session beziehungsweise einer neuen Woche von Ni no Kuni 2. Nee, Ni no Kuni 1, Entschuldigung. Immer noch den zweiten Teil im Kopf. Natürlich Ni no Kuni 1, hier die. Den ganzen Titel kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Bin ich ganz ehrlich. Wir haben in der letzten, im letzten Moment, sage ich jetzt mal, den Dings gemacht hier. Moment, ich muss mal kurz hier pausieren. So, den Kater gefunden und herausgefunden, dass das Problem von Herrn von seiner Miausität natürlich ist, dass wir dass er von Ka Mäusen anscheinend fertig gemacht wurde oder so. Irgendwie so, ne? Also. Hey, Oliver. Ich glaube, ich habe gerade König Toms Stimme gehört. Sie kam aus der Katalysation. Was? Aus der Katalysation? Ja, die Stimme kam aus der Richtung dieses Tors da. Es war auf jeden Fall König Tom. Da bin ich mir sicher. Katalysation, was? Du hast doch gesagt, dass das Mäusevolk dort unten lebt, oder? Ja, da unten wimmelt es nur so von Mäusen. Deswegen stehe ich hier Wache. Mäuse und Katzen verstehen sich nun mal nicht so gut. Oh, verflucht, ich weiß, was passiert ist. König Tom wurde vom Mäusevolk entführt. Entführt? Genau. Hast du gesehen, wie Tommy in deiner Welt hinter den Mäusen hergejagt ist? Tja, und hier ist, in unserer Welt haben sie den Spieß umgedreht. Das ist die einzige mögliche Erklärung, Mann. Verflixt. Wir können von Glück sagen, dass ich hier bin, um eins und eins zusammenzuzählen. Was? Wenn König Tom entführt worden ist, dann müssen wir ihn retten. Gehst du in die Katalysation runter, Oliver? Dann komme ich mit dir. Red keinen Quatsch, Junge. Das ist ein Job für Profis, verstehst du? Nicht für einen kleinen Hilfs-Sheriff mit einem Kochtopf auf dem Kopf. Ich schaff das schon. Ich habe ja meinen Freund dabei. Sieh mal einer an. Ein verdammter Vertrauter. Hätte ich nicht gedacht. Er ist mir nach Hause gefolgt, als ich im Wald gespielt habe. Und er ist ganz schön stark. Wenn er mitkommt, bin ich sicher. Du kapierst es einfach nicht, oder? Mit Vertrauten zu kämpfen ist nicht einfach. Du kannst dich nicht einfach in den Kampf stürzen und sie rumkommandieren. Du musst ein Zauberer sein, so wie Olli Boy hier. Na gut, Oliver, du kannst meinen Vertrauten haben. Oh, danke, Ricky. Vielen Dank. So, da haben wir einen neuen Vertrauten. Einen Affen. Wobei Exo ja schon weg. Ja, komm. Ich bin jetzt so. Ich meine mal, bei Sea of Thieves ist da auch unser Dings. Ach nee, warte mal. Bei Sea of Thieves ist da der Vogel. Der Affe hieß ja Bob. Affe Bob. Bist du sicher, dass du den Laffen Bob nennen möchtest? Ja.
Wir sollten wohl aufbrechen, oder? Das sollten wir in der Tat, Olliboy. Überlass das nur uns, Ricky Junge. Okay, aber sei vorsichtig, Oliver. Hey Olli, sieht aus, als könne dein neuer Vertrauter Kraft sammeln. Ja? Wow. Und was bedeutet das Tröpfchen? Nun, er baut im Kampf langsam Stärke auf, ne? Damit er den Bösewichtern so richtig eins auf die Mütze geben kann. Wenn ein Vertrauter fertig ist mit Kraft sammeln, kannst du ihm mit Los geht's einen speziellen Angriff ausführen lassen. Und wenn es Los geht's heißt, dauert sein Angriff länger und richtet viel mehr Schaden an. Wow, das klingt echt super. Das ist noch nicht alles, Olli. Mit dieser neuen Technik ist es auch leichter, feindliche Aktionen zu unterbrechen. Feindliche was? Ja, Mann. Hätte ich dir wohl schon früher von erzählen sollen. Manche Kreaturen haben echt fiese Tricks auf Lager, weißt du? Aber wenn du sie gerade in den Moment angreifst, wo sie so eine Aktion vorbereiten, vermasseln sie es. Du unterbrichst sie also. Kapierst du? Wenn feindliche Aktionen so zu unterbrechen, ist viel einfacher, wenn du einen Los-Geht's-Angriff ausführst. Ist also eine gute Möglichkeit, Schaden von dir fernzuhalten. Der Nachteil mit Vertrauten, die Kräfte sammeln, liegen ist, dass sie keinen Plan von Verteidigung haben. Das liegt den kleinen Schlingeln einfach nicht. Jetzt, wo du zwei kleine Freunde hast, wirst du bald merken, dass alle Vertrauten unterschiedlich sind. Das werde ich wohl. Textpassagen ohne Textpassagen. Okay, gehen wir die Katalysation, die anscheinend abgeschlossen ist. Aber wir haben ja einen schönen Zauber. Das Tor ist anscheinend anscheinend verschlossen, Olli. Aber der König ist dort unten und wir haben keinen Schlüssel. Was sollen wir nur tun? Ruhig, Blutmann. Du brauchst keinen Schlüssel. Bist doch ein Zauberer, oder nicht? Benutzt den Zauber, den du von König Tom bekommen hast. Du meinst, ich kann das Tor mit Magie öffnen? Ich schätze, ich könnte es mal versuchen. Jo. Jetzt muss ich kurz gucken. Nee, Tagebuch war es nicht. Magischer Begleiter. Magie. Warte mal. Nee, es war helfende Hand. Schloss öffnen. Warte mal. Wie war das jetzt? Jetzt muss ich. Ist schon wieder so lange her, dass ich wieder hier gucken muss. Ach, cool. Für Doofe steht's unten rechts. Für Doofe wie mich. Schloss öffnen. Pling. Schick, ist offen. Jetzt können wir den König suchen. Das können wir. Los rein spaziert. Du kannst den Zauber übrigens auch dazu benutzen, verschlossene Truhen zu öffnen. Wenn du irgendwo blaue Truhen rumstehen siehst, kannst du Schloss öffnen benutzen und sie nach Herzenslust auszuräumen. Blaue Truhen lassen sich mit Schloss öffnen aufsperren. Kapiert. Danke, Tröpfchen. Das habe ich aber auch schon vorher rausgefunden. Bin ich ganz ehrlich. Katalysation. Die Katzenkloake. Verdammt, ganz schön feucht hier unten.
Da verschimmeln mir ja noch mein verschimmelt mir ja noch meine Laterne, wenn ich nicht aufpasse. Würde sie wirklich anfangen zu schimmeln? Oh oh, ich wittere da etwas. Irgendwie muffelt hier nach einer Riesenladung mieser Monster. Vorsicht, Olli. Ab hier wirst du dich auf dich aufpassen müssen, Junge. Könnte unangenehm werden. Okay, Tröpfchen. Ich werde vorsichtig sein. Wie zum Beispiel, da kommt auch schon ein bisschen angerannt. Pass auf, Olli. Da kommt ein Monster. Besiegen wir es so schnell wie möglich und suchen dann den König. Das höre ich gern. Und vergiss nicht, dass du jetzt auch den anderen Vertrauten zu unseren Freunden hast, okay? Mit zwei solchen Kerlchen im Team sollten die Kämpfe auch ein bisschen einfacher werden. Doppelt gemoppelt kämpft sich's besser. Super. Okay. Rufen wir Bob. Doppelt so viele Vertraute heißt doppelt so viel Spaß. Und doppelt so viele Möglichkeiten. Um den Vertrauten zu wechseln, musst du bloß Q drücken und AW1 auswählen. Ja, ich weiß. Das solltest du sogar hinkriegen, oder? Schick. Dann lass uns mal loslegen. Okay. Ach ja. So, ja, hier. Okay, wir haben 18 Erfahrung, Stufe 2 für Bob, 11 Gold bekommen. Bob hat Stufe 2 erreicht, yay. Gucken wir mal. Hier ist nichts. Oh, scheiße. Da hat er mich von hinten erwischt. Die falsche Schlange und der Halunke. Nein. Gottes Willen. So. Zack, zack. 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 So, zack, zack. Na, kriegen trotzdem alle. Das ist gut. So, 22 Erfahrungen, Stufe 3 für Bob und eine Eiscreme mit 13 Gold. So.
Moment. Inventory. LP gegen Vergiftung. MP. Komm hier, MP. Und bisschen Dings. Freunde und Vertraute. Kannst du da was? Ja, du kannst sogar den Mantel ausrüsten. Das ist doch schon mal gut. Okay. Falsche Schlange. So. Exo regelt. Und Stufe 6 für Exo. Das ist super. Und Pudding. Pudding. Warte mal. Ah, nicht Kreaturenkäfig war das, ne? Ist das so Pastete? Nein, okay. Und bei dir? Aha. Eine Schatztruhe. Und noch ein Eiskaffee. Ein Eiskäffchen. So. Zack. Schade, das war kein Dings. Fuck. Und Stufe 6 für uns und Stufe 4 für Exo. Für Bob. Entschuldigung. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Der hat mich gehört. Wie? Ein Mechanickel. Okay. Die Mechanickel. Nice. Oh, ich hab dem Mechanickel die Ohren abgeschnitten. So. Warte mal, von da kam ich ja. Hier lang muss ich. So. Und der nächste Mechanickel. Mit einer falschen Schlange. Ja, fehlgeschlagen, mein Freund. Fehlgeschlagen. 20 Erfahrung. Okay.
Okay, ich würde sagen, da sieht es richtig aus. Deswegen gucken wir hier nochmal lang. Ob wir da nicht noch ein Dings haben. Stufe 5 und 11 Gold, eine Eiscreme, ein Gegengift. Bob erreicht Stufe 5. Sieht aber dann wirklich noch viel weiter aus als nur das bisschen. Okay. Okay. Linda in der Hand. Zack. Aha, dachte ich mir doch. Hier ist noch eine Schatztruhe mit einem Gegengiftbeutelchen. Jeder Kampf ist wichtig, dass wir Erfahrungspunkte mitbringen. Okay, 12 Gold, 16 Erfahrung. Okay, da drüben komme ich nicht weiter. Das heißt, ich gehe jetzt. Ah, scheiße. Ich wollte mich noch umdrehen. Gegner hat die Oberhand. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal außen. Du solltest ihn rausholen. Exo ist dran. So. Na bitte. Ah, ganz knapp. Und ein Pudding kriegen wir. Es kann nicht schaden, wenn du versuchst, die anzuzünden, Olli. Ist aber ziemlich feucht hier unten. Die Feuer, das Feuer wird nicht lange anbleiben. Okay, anzünden. Feuerball. Feuerball. Und Feuerball. So. Dann gehen wir weiter. Weiter geht's. Okay, gehen wir mal da lang. Da ist eine Schatztruhe.
habe ich gerade gesehen. Das ist schon mal gut. Exo, du bist dran. Zack, 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 zack. Und Stufe 7 und 12 Gold. Stufe 7 für Exo. Nice. Und noch ein Eiskaffee. Haben wir hier drüben nur eine Schlange. Schlange brauchen wir nicht. Gehen wir weiter. Hallo. Schloss öffnen. Ein Schneckenhorn. Oder Schreckenhorn. Ich habe es vielleicht auch nicht richtig gelesen. Zwei Halunken. So. Oh, so knapp vom Level Up. Doch belastend sowas. Okay. Inventar. Tasche. Zack. Nur mal so, damit wir hier ein bisschen nicht gleich beim nächsten Kampf sterben. Stufe 7 für Olli und Stufe 6 für Dings. Und wir haben Quellwasser bekommen. Stufe 7 für Olli. Stufe 6 für Bob. Und Bob erlernt den Trick Kieselregen. Da müssen wir doch gleich mal gucken, ne? Bob. So für. Interessant. Er kann hier sogar Schneckenhorn tatsächlich nennt sich das ausrüsten. Was natürlich schön ist, dann haben wir da auch eine Ausrüstung. Aber ich wollte eigentlich zu den Tricks. So. Scharfe Schneide. Eine geheime Falle verstärkt den Angriffskraft einzelner Verbündeter. Ein gut sezierter Kieselstein fügt einen einzelnen Gegner Schaden zu. Verstärken finde ich da dann doch ein bisschen hilfreicher, oder? Okay. Wieder so ein Trick, oder? Aber da ist keine andere Lampe in der Nähe. Da gucken wir mal, ne? Feuerball. Jo. Feuerball.